Ja, hallo, hier ist Avo bei Was geht ab? Avo zockt. Und jetzt geht es darum, kurz wieder hier in Assassin's Creed Origins noch eine Mission zu starten, bevor man nach Sinai in das neue Gebiet reinkommt. Das hat man kurz vorher auf den Markt geworfen. Und das ist, erreiche die Fähre zum Sinai. Und diese Quest werde ich jetzt einfach mal annehmen und damit eine neue Reihe starten. Ich bin hier, um dich in den Sinai zu bringen. So, ich habe mal eine Frage gestellt. Okay. Bei einem Massaker wurden zwei Verborgene getötet. Ich allein bin verantwortlich. Denn ich habe sie ausgebildet. Ich kann die Verborgenen kaum noch zusammenhalten und bin jetzt mit dem Rebellenführer Gamilad verbündet. Ich brauche deinen weisen Rat, mein Freund. In schwärzester Nacht schläft der Sinai, vom Leid erschöpft. Den Mund voller Asche weinen wir Tränen aus Blut. Wer erlöst uns von der Verzweiflung? Unser Held zieht mit dem Nebel lautlos in die See, bringt unbekannt, unsichtbar, immer unbarmherzig. Hör zu, ich erzähl dir von ihm, der Legende aus Siva, dem Schatten, der Bajek ist. Bajek. Bajek, Bajek, Bajek. Bajek. Klingt nach einem echten Mann. Schön irgendwie nebenbei erledigt. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt doch mit der Mission direkt nach Sinai gekommen und da werden wir jetzt mal gleich durchstarten. Wir gucken uns einfach mal die Map an. So, neues Land, neues Glück. Aha, okay. Also, man hat hier tatsächlich eine eigenständige Karte. Ne? Man kann ja auch hier wieder sehr wahrscheinlich zurückspringen, genau. Und dann sieht man hier den neuen Bereich. Sehr schön. So, dann gehen wir mit Escape zurück. Und da haben wir dann vier Bereiche, die wir abarbeiten können. Okay, 38 bis 41 ist also der Startbereich. Und da geht es wahrscheinlich so los, wie wir das schon immer kennen oder schon vorher gespielt haben. Man schaltet weitere Türme frei, man macht die ganzen kleinen Geheimnisse. Das Land des und Türkis gehört uns. Ich also zeige euch jetzt herrschen. Einfach mal lasst die uns herrschen. Erste Mission. Also von ich der glaube, Mündung der Schluchten bis Raffidim werden wir reiter. Das sieht wie immer großartig aus. Da ist unser Ziel. Da sind noch ein paar Schätze. Da wurde schon jemand gekillt im neuen Bereich. Da kann man nochmal eine Zusatzmission machen. Okay. Nice, nice, nice. Also,
Das ist schön heißer Scheiß. Okay, also ich gehe jetzt erstmal zur ersten Mission und starte die mal an. Nebenbei, wenn ich noch was kriege, dann hake ich das meistens mit ab. Ich werde euch jetzt in diesen Let's Plays einfach nur zeigen, wie die Story-Missionen aussehen. Wenn ich besondere Rätsel finden sollte oder ähnliches, werde ich natürlich nochmal ein extra Video machen. Okay, da ist schon ein Assassinen-Symbol. Zu meiner Karte mal an. Okay. Auch hier gibt es hier den Bayek, den Händler. Der ist mal ganz cool. Der bringt uns immer Zusatzmissionen. Also zusätzliches Loot. Und hier starten wir. Zack. Der Eingang ist versperrt. Es muss einen anderen Weg geben. Gucken wir einfach mal das, ob das funktioniert. Schade, aufflammen können wir es nicht. Also, es muss einen anderen Weg reingeben. Haupteingang läuft nicht. Naja, was soll's. Hier lang. Da ist ja schon der geheime Tunnel. Das ist der. Pfeile, jede Menge zu lesen. Okay, Legatus Tacitus. Tacitus verbreitet ein dramatisches Flair. Der skrupellose Steinbruchverwalter lässt zahlreiche Erwachsene und Kinder als Sklaven für sich arbeiten, um den Türkis so effizient wie möglich abzubauen. Es ist bekannt, dass er enge Beziehungen zu Rufio unterhält, auch wenn sie die Liebe für das griechische und römische Theater trennt. Tahira sah, wie er von der Spitze des Steinbruchs aus furchterregende Reden vor seinen Arbeitern hielt. So etwas wäre eine ideale Gelegenheit, um ihn einzuschreiten. Ansonsten hält er sich unter seinen Legionären auf und ist ganz allgemein ein trauriger und einsamer Mann. Okay, Info. Ah, Info. Das Büro der Verborgenen. Ah. Okay, nice. Wollen wir zu den Ampelius? Und die Liebe zu Tahira. Seno wird in euren Reihen landen. Amun hat dein Gebet vernommen und wird es erhören, solange Memphis in Frieden lebt. Eure Löwen werden gezähmt werden und innerhalb eines Mondes werde ich unter den Verborgenen erscheinen. Sei wachsam und stark und lass den Horusweg nicht an Löwen oder Schakale fallen. Unsere Pflicht ist eine düstere. Sie ist ein Schatten, der permanent auf alle Länder fallen muss. Amun. Okay. Tut an. Gut, gehen wir mal hier durch. Ah, hier sind schon ein paar Leute. Gibt's hier noch mehr zu inspizieren? Den mit dem kann man reden. Schätze gibt's hier nicht. Außer jetzt diesen Tisch. Ah, da geht die Mission los. So viele Tote. Tahira. Ah, Bayek. Den Göttern sei Dank, du bist da. Es klang dringend. Dies sind die Schwerter zweier meiner Verborgener. Bei einem Massaker getötet. Man wird ihre als Märtyrer für die Sache gedenken. Das ist Gamilad, Anführer der aufständischen Nabatäer. Was ist passiert? Unser Rückzug führte durch das Dorf. Die Römer haben uns verfolgt und ihre Wut an den Bewohnern ausgelassen. Es war ein Gemetzel. Unschuldige Frauen und Männer. Die Verborgenen wollten es verhindern und starben. Sie kannten das Risiko. Ich habe sie den Rebellen zugeteilt. Tahira, was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Schlachten sind nichts für Verborgene. Doch wir können den Rebellen helfen, indem wir den römischen Anführer töten. General Rufio. Aber der ist in Rom. Rufio hat drei Unterführer hier im Sinai. Diese drei werden sterben. Fangen wir gleich an.
Ich stehe in deiner Schuld. Wir tun dies für das Volk, Gamilad. Ja, das Volk. Das Volk und ich sind ein und dasselbe. Wir haben Verborgene auf Rufius Leutnants angesetzt. Sie verraten dir alles, was du wissen musst. Okay, jede Menge Quests poppt mir gerade auf. So, gucken wir, was wir noch machen können. Wir können jetzt noch mal ein paar Gespräche führen. Die uns wahrscheinlich auch zu Quests bringen. Usokon wird seit 2 Wochen vermisst. Er ist der Schatten, der auf den Steinbruch angesetzt wurde. Doch der Schatten ist verschwunden. Vielleicht ist es zu spät für ihn. Er wollte vor Tagen zu einem Handelsschiff im Hafen gehen. Und da wimmelt es von Römern. Es wäre schade um ihn. Er gibt alles für das Volk und die Verborgenen. Ich würde für ihn sterben. Ich finde diesen Usokon. Okay, damit haben wir diese Quest hierzu auch angenommen. Ein Brief von Amunet. An alle Einsatzstellen der Verborgenen. Die Lage in Rom ist gefährlich und ständig im Wandel. Caesars Tod hat zu chaotischen Reaktionen geführt. Brutus und Cassius hatten erwartet, dass sich die Bevölkerung dankbar über den Tod eines Tyrannen erheben würde. Aber Marcus Antonius konnte die öffentliche Meinung geschickt beeinflussen, sodass sowohl Brutus als auch Cassius nur noch aus Rom fliehen konnten, um anschließend den Freitod zu wählen. Währenddessen wachsen die Spannungen zwischen Antonius und Octavian mit jedem Tag und alle befürchten einen neuen Bürgerkrieg in Rom. Die Situation ist brenzlig und niemand kann den Ausgang vorhersagen. Trotzdem müssen wir unsere Arbeit fortsetzen. Wir müssen flexibel und auf alles vorbereitet sein. Amunet. Okay, das war ein wichtiger Brief meiner Meinung nach. Gucken wir nochmal, was hier haben. Scheint irgendwie wie ein Missionsraum zu sein. Und wir können jetzt hier auch raus. Das ist gut. Ja, okay, das, was ich vorhin abfackeln wollte. Ich treffe Tahira oberhalb des Steinbruchs. Okay, wieder ganz, ganz viele Missionen und ganz, ganz viel zu erkunden. So, dann nehme ich hier noch diese eine Mission an, die wir hier unten haben. Wow, da will jemand gleich Kopfgeld. Nein, lass mich in Ruhe. Ich hab nichts gemacht. Beruhige dich, Junge. Warum sagst du so etwas? Kopfgeldjäger suchen einen Mann mit einem Adler. Ich kriege Gold, wenn ich es ihnen sage. Kopfgeldjäger? Sie nennen sich die Skarabäus-Schatten. Skarabäus? Ach, Neck. Hör zu, ich bin nicht der Mann, den du suchst. Das ist kein Adler. Es ist eine Taube. Eine sehr mutige Taube. Warte, lügst du? Ich sage es den Kopfgeldjägern. Das ist keine Ich muss diese Skarabäus-Schatten finden. Okay, also das sieht so aus, sie hatten ja schon mal im Hauptspiel solche Kopfgeldjäger. Da musste man eine ganze Reihe erledigen. Jetzt gucken wir mal, wir haben jetzt hier 3 Haupt-2 Nebenquests. Ist klar, ist das ja nochmal, ne? Eliminiere die Skarabäus-Schatten wieder als Auftrag und hier der Aufstieg von Chakilat. Das sind nochmal 2 Missionen, die wir da haben und natürlich die 3 Hauptmissionen. So, ich erkunde jetzt nochmal ein bisschen die Welt und sobald ich mit der nächsten Mission anfange, werde ich mich mit einem Let's Play mit Avo, also was geht ab, Avo zockt, dann wieder dabei sein. Ciao, ciao.